zweifelt irgendeiner alle. Nun ist die Evangelisation vorbei. Durfte auch schon zurück nach Hause. Es war ein größerer Kampf, will ich mal sagen. Ja. Also ich spüre jetzt, wie es alle Kräfte von mir weggezerrt hat. Komplett. Ja, jetzt muss ich wirklich ruhen. Im Herrn ruhen. Ja, wirklich zur Ruhe kommen im Herrn. Das spüre ich jetzt sehr intensiv, dass das nötig ist. Es war eine sehr, sehr, sehr gesegnete Zeit. Ja. So, es hat mich ein sehr lieber, extrem weiser Bruder überrascht. Das war sehr, sehr stark für mich. Ja. Ich habe nicht gewusst, wer dieser Bruder ist. Aber ich bin dankbar für sein Leben. Ja. Ich bin dankbar, dass es ihn gibt. Das war sehr stark, was er mir alles erzählt hat und seine Ausstrahlung und alles. Ich habe gedacht, also ich habe danach immer gedacht, es ist ein Pastor oder so, diese Ausstrahlung hatte, ja, diese Weisheit und diese kindliche Liebe von Jesus, ja, diese, und das hat er auch herausgestrahlt, das hat man auch gesehen, er war strahlend weiß, ja. Und danach kam der andere Bruder mit seiner lieben Frau aus Deutschland, aus dieser großen Entfernung. Und das war so stark, bis wir uns gefunden haben. Das war sehr stark. Und was der Herr danach alles vorbereitet hatte, das sind unbezahlbare Momente. Das ist sehr stark. Ich habe ein paar Personen erlebt, von denen ich berichten möchte. Ich muss mal kurz machen. Ich habe eine Frau angesprochen, ich habe viele Leute angesprochen, die anderen Geschwister auch. Aber die eine Frau, die hatte Krebs, das weiß ich. Man hat gesehen, die hat auch einen kahlen Kopf und auch so eine Bandana an, das ist typisch. Man hat gemerkt und gewusst, sie hat Krebs. Und Chemo und alles, und kenne ich von meiner Mutter ja noch. Ja, dann bin ich auf sie zugegangen und da war ein Markt gerade und so viele Leute und habe sie angesprochen und habe ihr gesagt, für dich ein Geschenk. Und es steht drauf, wie komme ich in den Himmel, oder von Werner Gitt, wie komme ich in den Himmel. Und ja, sie hat dann so gelächelt. Hat gesagt, ja, ich komme eh nicht in den Himmel. Hat so dann abgewunken, sie war ihre Tasche am Vorbereiten, da direkt von der Haustür raus. Ich komme eh nicht in den Himmel. Ja, ich gehe lieber in die Hölle, da ist viel mehr los, da ist viel mehr Spaß. Unglaublich. Und das war so etwas von schrecklich, dieser Moment. Das war so etwas von eigenartig, dieser Moment. Ist das wegen dem Hass, wo sie aufgestaut hat? Weil die Menschen geben die Schuld ja Gott. Ja? Sie denken, Gott ist schuld, weil sie sterben. Sterben musst du. Ja? Der Sünde soll, ist einfach der Tod. Somit ist der Tod in die Schöpfung gekommen. Der Tod ist keine natürliche Sache. Der Mensch muss dies eben mal so begreifen, ja? Wenn der Tod natürlich wäre, dann müssen wir so klatschen und jubeln, jedes Mal, wenn einer stirbt. Das ist nicht der Fall. Auf keinen Fall sogar. Das ist das Schlimmste, das ist der Endpunkt. Und doch geht es auf der Stelle weiter danach. Ja? Und ohne den Herrn Jesus Christus hier, bist du da, ja, wo nur noch Schrecken ist. Ja? Zittern und Beben. Und das wird dann noch schlimmer, wenn man in die Hölle geworfen wird. Das erste, erst dies, wo man dann ist ohne Jesus. Ja, da ist es schon extrem schlimm. Aber die Hölle kommt danach auch noch. Und das ist mit nichts zu vergleichen, überhaupt gar nichts. Und das ist ewig. Und diese Frau, die weiß nicht, was, wer hat sie,
wer hat sie so innerlich im Herzen zerstört? Weil ich habe richtig so den Tod bei ihr gespürt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Nicht den Tod gespürt, praktisch schon geschmeckt. Und das ist auch nicht wegen ihrem Aussehen oder irgend so etwas, sondern wer, immer wenn jemand solche Aussagen zu mir gemacht hat, ja, lieber in die Hölle und so, das Meer los und solche Sachen, dann ist wie totes Fleisch, spüre ich, ja. Ich rieche es fast schon, ich sehe es an, das kann ich schwer erklären. Das ist nicht das erste Mal, das ist schon einige Mal passiert, ja. Auch Bregenz am Bahnhof ist mal so eine gewesen. Aber der ist dann sogar ganz komisch herumgetollt und er wurde auch ganz dunkel. Er war schon vorher so ganz finster im Gesicht. Ja. Und dann andere in der Arbeit, diese Mann ist nicht mehr der gleiche wie vorher, seit er das gesagt hat. Und die andere Frau, diese, ja, ich sagte ihren Namen auch nicht, auch die, wo sie das gesagt hat, danach, das wäre ihr völlig egal, ob sie in die Hölle kommt, hat sie gesagt, auf die hat gesagt gehabt. Aber sie hat mir dann später gesagt, dass sie jetzt ganz große Angst davor hat, ja, seit sie das gesagt hat. Das ist eigenartig. Ja, gab noch einige andere Personen, die, ich weiß nicht, mit was die sich da abtun da und beschäftigen und ja, ich kapiere das nicht, aber ich verurteile diese Menschen nicht. Ich war viel schlimmer wie die. Ja. Auch bei der Rückfahrt habe ich Personen im Zug gesehen, die machen Sachen, die man nie machen dürfte. Und ich merke bei einigen, sie machen das schon sicherlich seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ja. Aber der Herr soll denen wirklich helfen, dass sie da rauskommen. Es gibt Menschen, die in schlimmster Situation drin sind. Und noch eine positive Begebenheit, wo wir auf dem Rückweg waren, fast schon wieder am Bahnhof, nach wirklich einigen Stunden, wir waren sehr lange unterwegs, der Herr hat Mächtiges gemacht durch uns alle vier, ja, das war unglaublich, unglaublich. Auf jeden Fall, Rückweg am Bahnhof, und da war ein älterer Mann, und ich habe einfach gewusst, ich muss zu diesem Mann hin. Da habe ich ihm Traktat gegeben und er hat mir dann gesagt, ob ich nicht Zeit habe für ihn und so, und haben dann geholfen und haben dem gleich ein Angebot des Herrn gemacht und dass er ihm dann hilft, dass er immer bei ihm ist, ja, dass er alles für ihn gut macht. Ich habe natürlich nachher erklärt, dass er schlecht getan hat, haben wir weiterhin. Aber Jesus ist dann immer bei ihm. Ja. Ich habe gesehen und gespürt, er ist einsam. Ja. Er hat niemanden. Ja. Er ist kraftlos, enttäuscht von der Welt, verworfen, alles zusammen, Gesamtpaket. Aber er war so lieb wie ein kleines Kind, ich habe es gesehen. Und so viel Schmerzen, Not in seinem Herzen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja komm, wir reden da mit den Geschwistern, komm zu uns. Und haben gesagt, willst du dein Leben Jesus übergeben? Ja, der Herr wird dann immer bei dir sein. Ja, wird in dein Herz kommen und alles. Ich habe alles erklärt, was ich nicht mehr wie zusammenbringen. Bin zu müde dafür. Ja, auf jeden Fall hab ihm dann auch gesagt, dass er nicht die Augen jetzt schließen soll oder so. Ja. Weil ich habe gesehen, ihm geht es nicht unbedingt so gut. Ja. Und ich habe ihm gesagt, kannst du bitte dies vom Herzen wiederholen, was ich dir jetzt sage? Er hat gesagt, aber ich kriege das so nicht so ganz auf die Reihe und so. Ich habe gesagt, sag das in deinem Herzen dann. Und er hat dann gesagt, okay, mit dem Kopfnicken und alles, ja. Und hat es mir dann in seinem Herzen nachgesagt und ich habe gesehen, dass er so berührt war, ja, er konnte gar nicht mehr so, er war so berührt und hat ihn so verändert, das war so schön, ja, und er hat gesagt, das tut so gut, ja, und er hat dann auch eine Bibel bekommen von mir, hat sich so sehr gefreut, ja, er hat gesagt, dass er die ganze Welt schon gesehen hat, alles, Südamerika und so, alles. Er hat gesagt, er hat eigentlich ein gutes Leben.
Aber und dann habe ich ihm gesagt, aber du hattest immer einen Kampf, oder? Und er war dann ganz berührt und hat gesagt, ja. War ganz lieb und habe ihn dann immer wieder umarmt und habe ihm dann auch gepredigt, einfach, dass der Herr bald kommt und auch ihn nehmen wird und immer bei ihm ist und alles sich zum Guten wenden wird. Und das ist auch die Wahrheit. Der Herr ist gut. Der Herr hat alles bereit für uns. Ja. Kein einziger soll sagen, irgendwie, wir könnten nicht bis zum Schluss so weiterkämpfen und so. Wir können. Ja. Wir können dem Herrn dienen bis zum Schluss. Es klappt. Der Herr hat dies auch bereit für uns. Aber was ich gelernt habe, ist auch dies heute, weil wo ich diese Reise dann begonnen habe, hatte ich auch extremste Allergie. So schlimm, dass ich praktisch abbrechen wollte bei 90% des Weges, wo ich hinter mir hatte, im Zug. Es war so schlimm Allergie, dass immer mehr und mehr mein Zustand sich verschlechterte. Fast schon keine Luft mehr bekommen. Die Nase war immer am Laufen, ist jetzt ganz normal. Aber da war es ganz schlimm. Wirklich furchtbar schlimm. Und so war das. Bis ich da ausgestiegen bin in Schaffhausen, war das so. Es war sehr schlimm, es war sehr kräfteraubend, sehr schlimm. Ja, das spüre ich auch jetzt. Ich glaube kaum, dass ich irgendetwas Großes bewältigen kann, wenn ich zu Hause bin. Ich laufe ja nur noch herum, um dieses Video zu machen, weil ich glaube, zu Hause werde ich diese Möglichkeit nicht mehr haben. Ja, ich muss doch einiges erledigen heute. Ja, das ist eine starke, ganz starke Sache, was der Herr heute gemacht hat. Das hat mir sehr gefallen, das hat mich sehr gestärkt. Ich habe auch gesehen, so viele Personen haben Traktate angenommen. Und heute am genauen Markt, es gibt es glaube ich was einmal im Monat oder zwei, dreimal im Jahr oder so irgendetwas. Und ich habe das gar nicht gewusst, dass es dort so etwas überhaupt gibt. Von wo denn auch? Ja. Bei uns in der Stadt gibt es dies glaube ich ein paar Mal im Jahr oder so irgendwie, ich weiß gar nicht. Auch da waren wir ein paar Mal zufällig dort und freitags ist dort glaube ich so ein Markttag und boah, das war so interessant. So viele Menschen, alles am zusammen und man hat es echt eingeplant, aber es ist einfach so. Ja, ich finde das einfach herrlich, wie der Herr alles bereithält und bewirkt und uns weiterführt. Herrlich. Nächster Zielort, Landquart, ja, Montagvormittag, so war der Herr hilft. Und so sieht es aus, ja. Mittwoch ist eingeplant Wiel, Donnerstag ist eingeplant Zürich, Freitag ist eingeplant Aarau, Samstag ist Aarau, genau, Freitag ist Zermatt. Das wird unglaublich schön. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Wenn das Wetter nicht mitspielt, wird es auch verändert auf Samstag. Ja, die Schwester, das wird jetzt nicht gefallen, aber dann muss ich Aarau eben ändern auf ein anderes Datum. Geht nicht anders. Ja, oder Zermatt einen anderen Tag und dann gehe ich auf Luzern. Aber das schaue ich nach und gebe dann Bescheid. Wer möchte, wer kann, komm mit. Komm mit, ja. Das ist eine sehr starke Sache, wenn noch mehr Geschwister dabei sind. Ich hatte so viele hunderte Traktate dabei, die sind alle weg. Alleine wäre ich sehr, sehr, sehr lange dran. Wir haben ihnen dann von drei Stunden und etwas alles verteilen dürfen. Und zwar weit ausgestreut, ja. Vielen persönlich sogar abgegeben, soweit ich gesehen habe. Das ist mein Aufruf. Sonntag ist auch nächste Woche Evangelisation. Ich weiß nicht mehr wo.
Aber das kommt dann schon. Das war alles, was ich sagen wollte. Ja. Amen.